So, Freunde, was geht ab? John Rage ist am Start. Ja, ich habe ja gestern in meinem ersten Infinite Warfare Video erzählt, dass ich heute um 14 und um 18 oder 14 und 19 habe ich gesagt, Videos hochladen möchte auf meinem Channel Infinite Warfare, Gameplay, Multiplayer, Live, allen möglichen Scheiß wollte ich ja heute eigentlich hochladen. Es ist gerade 0:15 immer noch an dem Tag, wo die Beta eigentlich um 19 Uhr released werden sollte. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt 2 Lobbys gespielt. In der einen hat es komplett geleckt, weil ich das Video von gestern hochgeladen habe. Und die eine Lobby habe ich hochgeladen. Also ich habe auch noch nicht wirklich viel Infinite Warfare gezockt. Deswegen kann ich heute nichts hochladen. Aber weil ich gestern auf Twitter die ganze Zeit unterwegs war und geguckt habe, so was die anderen Leute in der Community schreiben über das Thema, dass die Beta nicht funktioniert, wollte ich euch heute mal ein paar witzige, wirklich sehr witzige Bilder und auch 2 ziemlich witzige Videos zeigen. Ihr habt schon den Titel gelesen, Junge rastet komplett aus wegen Infinite Warfare Beta. Diesen Clip, der ist wirklich ultra witzig, den habe ich gestern auf Twitter gefunden. Den werdet ihr am Ende des Videos sehen. Erstmal werden wir uns die Bilder angucken und danach werden wir uns die 2 Videos angucken. Für die Leute, die gestern Abend nicht dabei waren und nicht das alles mitbekommen haben mit der Beta, dass sie nicht funktioniert hat, ich erkläre es schon mal ganz kurz. Erstens, die Beta sollte um 19 Uhr zur Verfügung stehen, also man konnte sie schon vorher downloaden und um 19 Uhr sollte sie online gestellt werden, dass man zocken kann. Das hat nicht so ganz funktioniert, man konnte ungefähr so gegen 21 Uhr anfangen zu zocken, aber nachdem man so circa 1, 2, 3 maximal Lobbys gespielt hat, hat man keine Lobbys mehr gefunden und man konnte nicht mehr zocken. Es ist jetzt wie gesagt Viertel nach 0 Uhr. Viertel nach 0 Uhr und ich weiß noch nicht genau, ob man heute noch spielen kann. Ich hoffe natürlich, aber ja, deswegen gibt es jetzt dieses Video, weil ich es einfach ultra witzig fand. Ich will gar nicht weiter rumquatschen. Fangen wir direkt mal an mit dem ersten Bild. Ja, das erste Bild, was ich euch zeige, das hat Monte gestern auch abends retweetet. Das finde ich wirklich ultra witzig. Ich blende euch jetzt mal das Bild ein, ohne Spaß. Ich finde es so witzig. Die Überschrift ist Leaked Image of the Infinite Warfare Servers. Einfach Kartoffeln, die so mit solchen Steckern befestigt sind und so verbunden sind mit so einer Batterie und so einem elektronischen Kreislauf, wie man das früher auch im Physikunterricht gemacht hat, finde ich einfach überwitzig, weil die Server einfach gestern übelst, also beziehungsweise heute übelst gesagt haben. Ich will nicht weiter über das Bild reden, weil wir haben noch 3, 4 andere Bilder und dann noch die 2 Videos. Kommen wir direkt zum nächsten Bild. Das ist ein Bild von der Black Ops 3 Twitch Startseite und man sieht einfach, dass jeder einzelne verdammte Streamer im Ladescreen hängt und keine Lobby findet, beziehungsweise wenn er eine Lobby findet, sie einfach nicht startet. Das war auch das Problem. Ich war auch eine Stunde lang in einer Lobby drin, aber sie hat einfach nicht gestartet, die Map hat nicht geladen, etc. Das finde ich auf jeden Fall auch ein ziemlich witziges Bild, aber ohne Spaß, es bleibt dran, am Ende kommt der absolute Knüller. Gut, kommen wir zum nächsten Bild. Das finde ich auch witzig, das hat jemand gefotoshoppt, ich blende es euch jetzt mal ein. Weil es wurde immer ein Error angezeigt, man irgendwie mit so einer Fehlermeldung und dann hat jemand mit Photoshop den Error bearbeitet. Da steht dann drin, how about those fucking dislikes now, kids? Huh? Pretty funny, isn't it? Yeah, suck a dick, we're just gonna sit here and laugh while the servers are shut down. Maybe you should have been nicer to us before. If the trailer looked so fucking bad, then who's trying to access the game right now, huh? Yeah, exactly, we knew you'd be back, prick. Eat a fucking dick. IW-Team. Ich fand das einfach überwitzig. Für Leute, die es nicht ganz verstanden haben, der IW-Multiplayer-Trailer wurde das Todesgate, glaube ich, das zweitmeist gedislikte Video auf YouTube. Das ist ja überkrass fett gedisliked worden. Und trotzdem, es war einfach klar, dass übelst viele Leute haten und disliken, aber trotzdem irgendwie jeder spielen wird und auch die Beta spielen wird. Und deswegen diese Nachricht fand ich ziemlich witzig, diese bearbeitete Nachricht. Kommen wir nun zu meinem letzten Bild, was ich habe. Das finde ich auch ziemlich witzig, weil, ich blende es euch jetzt mal ein, ein Pro-Spieler hat geschrieben, I feel like the game would be better on Xbox. Ihr wisst ja, PlayStation hat sich, ich glaube, letztes Jahr die Rechte für Call of Duty gekauft. Was die Rechte heißen, dass zum Beispiel die Beta irgendwie eine Woche früher auf der PlayStation läuft als auf der Xbox, etc., dass das DLC einen Monat früher kommt und so weiter und so fort. Und der offizielle Xbox-Account hat jetzt unter diesem Kommentar, unter diesem Tweet, I feel like this game would be better on Xbox getweetet, this guy knows, Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde das einfach überwitzig, dass der offizielle Xbox-Account auf Twitter zu einem Tweet antwortet und sagt so, ja, wir wissen so, auf Xbox wäre besser gelaufen, bla bla bla, finde ich übertrieben witzig. Das war's jetzt mit den Bildern, die ich rausgesucht habe. Kommen wir jetzt nun zu 2 wirklich sehr, sehr witzigen Videos. Wir fangen direkt mal an mit dem ersten Video. Dazu setze ich mir mal die Kopfhörer auf, mache so eine kleine Live-Reaction, Facecam oben, zack. Und ja, gucken wir das erstmal an. Die Überschrift von dem ersten ist Infinite Warfare Montage und ich finde es wirklich sauwitzig. Wir gucken es jetzt mal zusammen an. 3, 2, 1 und go. Oh Scheiße, ich finde es so witzig. Join the game session. Und just, du bist so richtig anfänglich.
Join Game Session steht da einfach und dann direkt PS4 ausgemacht. Ultra witziger Clip. Spaß, ihr müsst euch Twitter kommen, Mann. Das ist so witzig teilweise bei solchen Ereignissen, was auf Twitter abgeht. Und ja, gucken wir uns jetzt den letzten Clip an. Der ist wirklich richtig behindert. Nehmt den mit Humor. Es ist wirklich absolut krass, wie derjenige ausgerastet ist. Ihr habt zum Titel gelesen. Jetzt kommen wir zu dem Clip. Neue Anwendung ist fehl aufgetreten. Warum kriegt dieser Dumme Hochhandzone von dem Fehl-Team-Hoffe es nicht auf die Reihe, nur eine Lobby zusammenzukriegen? Ich fix sein scheiß Lackendon! Ich raste gleich so aus! Was soll das? Er rastet gleich aus. Was ist das für ein Bastard? Keiner will sich das Spiel kaufen, wird sich das so in die Länge ziehen, eine Lobby zu suchen, eine verfickte Lobby, kriegst du hier nicht hin. Sau geiles Video, wie ich finde. Das muss ich euch einfach zeigen, weil ich gestern wirklich war richtig schlecht gelaunt, dass die Beta nicht lief und dass man nicht zocken konnte, weil ich richtig motiviert war zu zocken und Videos aufzunehmen. Aber irgendwie hatten mir diese Clips und diese Bilder haben mir wirklich den Abend dann doch ein bisschen versüßt. Und dann, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr Bock habt, dass ich die Tage jetzt ein Video hochlade, weil ich denke, morgen wird die Beta auf jeden Fall safe laufen, beziehungsweise heute, wo ich das Video hochlade. Deswegen lasst mal ein Like da, dann haue ich vielleicht heute noch um 19 Uhr ein EW-Video hoch. Das war's mit dem Video. Haut rein, Jungs. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich beende jetzt das Video. Ciao, ciao.